Morgen, ihr kleinen Penner. Ich habe mir eben gerade so gedacht, vielleicht verlasse ich heute mal zur Abwechslung das Haus und deswegen ziehe ich mich jetzt nice an. Wir starten erstmal mit einer schwarzen Hose. Die hat unten solche Schlitze und das finde ich irgendwie ganz geil. Was so ein bisschen negativ ist an dieser Hose, ist, dass man einfach nicht sitzen kann, ohne fast zu sterben, weil alle Gedärme eingedrückt werden. Kannst du nichts machen, ne? Einfach Fehlkauf. Machen wir weiter mit einem Original Vintage Wrangler Shirt. Allein von den Farben bockt mich dieses Shirt ungefähr 100 von 10. Jetzt schnalle ich mir aber noch einen Gürtel um die Taille. So sieht es nämlich jetzt aus, als hätte ich wirklich einen Arsch in der Hose, was halt einfach nicht stimmt. Riri würde sagen, fake it until you make it. So, jetzt einfach noch schwarze Boots. Aber natürlich ist es kalt draußen, deswegen eine Jacke noch drüber. Ich feiere es aber nicht, dass man das Hemd jetzt so wenig sieht. Deswegen mache ich die Jacke kurz zu einer Weste. So, das ist jetzt der fertige Fit. Also ich feiere es ziemlich doll. Was sagt ihr? Ich würde dem eine solide 10 von 10 geben. Was ist das eigentlich? Und wenn jetzt Leute kommen und sagen, das ist zu overdressed für Rewe, dann einfach mal die Schnauze halten. Hab euch lieb, tschüss!